Williburger aus Italien. Ich war ganz genau 14 Jahre alt und habe eine Mundharmonika in einer Schublade gefunden. Diese Mundharmonika gehörte meinem Vater. Das war eine Mundharmonika von der Firma Hohner. Ja, er hat hin und da gespielt, aber als Pionier. Als Pionier mit Begleitung. Er hat Melodien gespielt und hat sich selbst begleitet. Und das war einfach so etwas ganz pionierisch. Das war kein edler Ton. Ich habe gemerkt, aber dass mit einer Mundharmonika was, man kann etwas mehr verlangen von einer Mundharmonika. Dann habe ich richtig angefangen, Noten studiert, Musik studiert und nebenbei die Mundharmonika gespielt. Im 1955 in Winterthur habe ich die Weltmeisterschaft gewonnen. Als Wahlstück habe ich das ganze Konzert von Vivaldi in A-Moll gespielt. Damals, es war etwas ganz Neues. Und in Mailand, ich habe die Gelegenheit gehabt, mit einigen Musikkreisen als Solist, als Musiker. Ich konnte da Konzerte geben. Ich habe so angefangen, bei der höchsten Stufe. Und jeden Tag ging es zwei Stufen nach unten. Und jedes Mal habe ich fragen wollen, könnte ich da ein Konzert geben? Ach, Sie sind Musiker, Sie spielen. Was spielen Sie? Dann habe ich gesagt, Mundharmonika. Ach nein, Mundharmonika in unserem Kreis, das kommt gar nicht in Frage. Einem Tag, den zweiten Tag, den dritten Tag und so weiter. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, ein Monat. Dann habe ich gesagt, nein. Hier in Italien, man kann kein Profi-Mundharmonikaspieler werden. Dann habe ich meine sämtliche Mundharmonika in einer Schublade gesteckt und für 25 Jahre habe ich nichts mehr daran wissen wollen. In der Zwischenzeit habe ich mein Studio gehabt, habe mich geheiratet, und so. Und plötzlich habe ich wieder eine Schallplatte von Larry Adler geschenkt bekommen. Dann habe ich einfach Larry Adler geschaut und habe gesagt, wie alt ist Larry Adler heute? Der war ganz genau in diesem Jahr 1979, er war 65 Jahre alt. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin 20 Jahre jünger als Larry Adler, ich kann vielleicht wieder anfangen. Und so war es. Als Berufsspieler habe ich nie gespielt. Eine große Liebe für das Instrument, aber ich habe immer meine Karriere als Künstler gehabt. Mein Beruf war Einzelstücke mit Glas und Kristall. Ich habe immer diese Einzelstücke entworfen. Nur klassische Musik. Denn meine Großmutter war Klavierspielerin. Mein Großvater war Geiger. Mein Onkel war Fagottist. Dann habe ich gesagt, wie soll ich nicht mit meinem Instrument auch klassische Musik spielen? Jazz kann ich nicht, ich
bin ein Liebhaber, ich habe Jazzmusik sehr gerne, aber selber kann ich Jazz nicht spielen. Leichte Musik hat mich nie interessiert, diese Schlager, Volksmusik überhaupt nicht. Ich habe nur klassische Musik gespielt. Also, ich meine, ich hätte das spielen können. Ich spiele auf einem Modell von der Firma Hohner Silberkonzerto. Ich habe selber ein Modell für die Firma Hohner entworfen. Das Modell heißt Amadeus. Es hat schon viele Verbesserungen. Aber ich hatte damals schon auf diesem Instrument gespielt. Und das neue Instrument, mein Instrument Amadeus, ich habe weitergespielt auf diese Silberkonzerto und ich fühle mich heute noch sehr gut auf dieses Instrument. Ich war in Amerika, in England, ich war in Asien, in Hongkong, in Singapur. Ja, ich spiele öfters mit diesem Mundharmonika-Verein. Ich habe in Mailand Piazzolla kennengelernt. Er hat mich spielen gehört und hat gesagt, Willi, ich muss jetzt nach Argentinien. Wenn ich zurückkomme, wir treffen uns, ich möchte für dich ein Konzert schreiben. Leider ist Astor Piazzolla nach Argentinien gefahren und dort ist er auch gestorben. Aber ich habe einfach die Ehre und den Glück gehabt, Astor Piazzolla kennenzulernen. Und er wollte für mich ein Konzert schreiben. Leider ist es nicht gelungen.